Hi Leute, im vorherigen Video über den Drifter habt ihr mitbekommen, dass wir ein kleines Fiasko erlebt haben. Beim letzten Drift-Event ist nämlich bei uns der Achsschenkel gerissen und dann haben wir auch festgestellt, bevor der Unfall passierte, dass die Leistung von dem 2-Liter Motor nicht ausgereicht hat mit 150 PS. Aus diesem Grund sind wir heute wieder bei Deep Classics. Ihr habt ja aus meinen Instagram-Stories mitbekommen, dass ich mich mit Anti-Drift Drift Club zusammengetan habe, um den Knobi für ein Drift-Event vorzubereiten, nämlich für German Drift Wars. Die Jungs hier, unter anderem der Mika, der da rumläuft, die greifen mir unter die Arme und unser Plan ist auf jeden Fall das Fahrwerk fertig zu bauen, ja, den Achsschenkel wieder zu reparieren und einzubauen und auch natürlich ein bisschen mehr Leistung wollen wir dem Kompakt ebenfalls bieten, mit Hilfe von diesem Schätzchen hier. Das ist ein M52B25 mit Vanos, geht aber besser auf jeden Fall als ein M52B20 theoretisch. Das sowieso. So ist es. 190 PS, meinst du? Okay, ein bisschen Software noch und so. Ja. Ja, auf jeden Fall, der pinke Ventildeckel sagt schon alles. Das ist eine richtig krasse Rennmaschine. Muss da eingepflanzt werden. Hier in die offizielle Shitbox. Hier haben wir natürlich auch größeren Schaden erlitten. Achsschenkel ist gerissen, Spurstange ist kaputt. In diesem Bereich müssen wir definitiv einiges reparieren. Dieses Loch nicht unbedingt. Aber den Achsschenkel, das zeige ich euch auch mal. Das hier ist der originale Achsschenkel und bei dem umgebauten hatte man dieses Teil hier ein bisschen versetzt, damit man einfach mehr Lenkwinkel erreicht dadurch. Zu diesem Selfmade Lenkwinkel-Kit gehört auch der verlängerte Querlenker. Dieser wurde in dem Bereich um 5 cm verlängert und damit man die Lenkung vernünftig einstellen kann, wurden die Spurstangen von E28 übernommen. Die sind nämlich länger. Und die haben hier zwei Gewindegänge, also man kann das Ganze viel besser einstellen. Hier ist die Teilenummer, falls jemand so ein Kit nachbauen möchte. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir sind heute hier, um den Motor einzubauen, um den zu starten, um zu prüfen, ob wenigstens das funktioniert. Denn vor dem Event muss noch echt sehr, sehr viel umgebaut werden. Wir haben insgesamt 3 Autos, die wir fertig bauen müssen. Meins ist ja sowieso eine größere Baustelle. Hier ist Mika sein 323. Motorhaube, Fender und so weiter sind auch Kleinigkeiten, aber da fehlt zum Beispiel noch die Fly-Off. Die muss man anschließen. Notaus und Feuerlöscher. Also das ist auch eine größere Baustelle. Dann haben wir noch das Auto vom Chris. Es ist ein 328 Turbo. Fast wie mein 325 Turbo. Nur halt mit geileren Felgen. OZ Futuras mit Feloniform, Breitbau. Also ein sehr, sehr schicker Drifter. Geile Sache, aber größere Baustelle. Also hier gibt es auch noch genug zu tun. Deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt los, geben Vollgas und euch wünsche ich viel Spaß dabei. It ain't about fame, it ain't about fake friends. Screw your ex, it's such a flake. Forget your grades, you need a break. You, it's all about you. No matter what the others say. But now I'm done talking, the lights on me. I tell you, I guarantee this night's about to take a turn for the better. Now the rain is pouring and all I see is lightning around my feet. Now nothing can bring me down. I just wanna dance till my heart goes out like that.
talking, the light's on me. I tell you, I guarantee this night's about to take a turn for the better. Now the rain is pouring and all I see is lightning around my feet. Now nothing can bring me down. I just wanna Ja Leute, ich muss sagen, es war wirklich harte Arbeit. Wir haben hier mit den Jungs von Anti-Drift Drift Club an dem Compact bestimmt 2 bis 3 Wochen nonstop geschraubt, bis spät in die Nacht. Aber die Arbeit hat sich gelohnt. Darf ich vorstellen, mein Drifter im neuen Look mit neuem Motor. Zack! Als allererstes haben wir den Achsschenkel wieder zusammengeschweißt, diesmal vernünftig geschweißt, also das wird auf gar keinen Fall reißen. Julian, vielen Dank dafür übrigens. Also wir haben jetzt vernünftige Lenkung, wir haben auch alles eingestellt, somit lässt sich fahrwerktechnisch das Auto richtig geil lenken. Lass uns jetzt den neuen Motor angucken. Wir haben jetzt nämlich kein 2 Liter mehr drin, sondern einen 2,5 Liter M52 B25 mit Vanos. Und so sieht das Schätzchen aus. So wie sich gehört, mit pinkem Ventildeckel. Das ist ein richtiger Monster. Ich bin den Motor schon Probe gefahren. Richtig geil, wir haben hier einen neuen Nockenwellensensor, einen neuen Kurbelwellensensor, alles erneuert. Denn zuerst lief der Motor nicht. Er hatte keine Leistung. Wir haben den ziemlich schnell eingebaut, aber danach lief er einfach nicht. Und dementsprechend haben wir wirklich alles ausprobiert. Wir haben verschiedene Steuergeräte verwendet. Wir haben alle Sensoren ausgetauscht, Luftmassenmesser, Kraftstoff, Pumpe, Filter, alles gemacht und er lief trotzdem nicht. Das war richtig schlecht und irgendwie war ich schon am Verzweifeln und dann sind wir trotzdem hier ein bisschen rumgedriftet und haben gewisse Probefahrten gemacht und dann irgendwann spät in der Nacht ist uns Folgendes aufgefallen. Also wir haben jetzt eine Kleinigkeit festgestellt, irgendwie läuft der Motor nicht richtig. Gib mal Gas! Ja, krass! Ist okay! Ist gut! Und was sagt ihr Jungs? Kart oder was? Geil! Was geil? Geil! Da hat mir so 700 Euro gerade einfach in den Wind geschossen. Echt? Ja, oh. Diese Kart 060, ja. Das, was ihr gesehen habt, diese Funken, das waren die Reste vom Kart. Sprich, der Kart war zugesetzt und das war der Grund, warum der Motor keine Leistung hatte. Als ich ihn als 2 Liter gefahren bin, als Sauger, hatte er auch keine Leistung. Und dann, wo ich Turbo eingebaut habe in den 2 Liter, hatte er richtig viel Leistung, weil ich hatte logischerweise den Downpipe und der Kart war nicht drin. Und dann, als ich den 2,5 Liter wieder eingebaut habe, beziehungsweise auf Sauger wieder umgebaut habe, dann war der Kart ja wieder drin und dann hatten die Motoren wieder keine Leistung. Also das war der Grund, warum wir keine Leistung hatten. Also das war natürlich ein Kampf. Jetzt haben wir den Kart rausgeschmissen und jetzt fährt der Gute. Der fährt richtig, richtig gut. Als wir den Motor eingebaut haben, haben wir auch die Kupplung erneuert. Also wir haben hier eigentlich volles Programm umgesetzt. Das Auto ist jetzt technisch in einem guten Zustand und für die Abstimmung vom Motor bzw. für das Freikodieren von der Wegfahrsperre, danke an dieser Stelle an Ehren. Falls ihr auch irgendwie Motoren umbaut, M50, M52 und Probleme mit Wegfahrsperre habt, ihr könnt euch gerne bei Ehren melden. Ich lasse seine Kontaktdaten in der Videobeschreibung. Also richtig geil, innerhalb von halber Stunde war mein Steuergerät unbeschrieben. Dementsprechend läuft jetzt das Auto. Gott sei Dank. Außer den Motor und Achsschenkel und fahrwerktechnischen Sachen haben wir auch ein bisschen Schnickschnack eingebaut, wie zum Beispiel einen Feuerlöscher. Und da ich bei German Drift Wars auch beim Driftaxi mitmachen möchte und möchte auch euch unterhalten und auch die Leute mitnehmen im Driftaxi, haben wir natürlich einen großen Wert auf die Sicherheit gelegt. Und jetzt habe ich im Compact eine Zelle. Zack, vom Wichers alles verschraubt, alles schön sicher und geil. Feuerlöscher ist auch dabei. Die Sicherheitsgurte sind drin, also richtig geile Sache. Ich fühle mich jetzt viel sicherer in dem Auto. Die Sitze sind auch festgeschraubt, nicht wie früher bei den ersten Drift-Events. Also das ist geil und auch optisch gefällt mir natürlich so in Weiß auch deutlich besser. Ich habe auch den Ducktail hier weiß lackiert, bisschen was beklebt. Im Großen und Ganzen
finde ich ihn jetzt ja, sehr sexy. Einfach nur clean und sexy. Und wie ihr bereits mitbekommen habt, werde ich von 18. bis 21. Mai bei German Drift Wars driften. Gemeinsam mit den Jungs von Anti-Drift Drift Club. Wir haben eine Drift-Gang gebildet und werden dort insgesamt mit 3 Autos vor Ort sein und ja, werden euch im Drift-Taxi mitnehmen. Wir sind 3 Fahrer mit 3 Autos. Ich fahre den Compact 323, der Mika, der hat einen Coupé 323i und dann haben wir noch Chris mit einem 328 Turbo. Richtig schönes violettes Auto. Kommt zu uns ins Fahrerlager, zu unserem Stand und fahrt bei uns im Drift-Taxi mit. Und der gibt da schon ein bisschen Gas. Ich glaube, der will hierher kommen vielleicht. Mal gucken. Chris! Hey! Komm mal her! Das Auto ist ein bisschen roh. Wir müssen noch ein bisschen was festschrauben. Aber im Großen und Ganzen, guckt euch mal, wie geil das Auto aussieht. Bist du ready? Bist du hyped? Ich habe Probleme. Welche? Diese Flyoff lässt sich zu weit ziehen. Ja, das kriegen wir noch hin. Ja, Motor läuft? Ja? Das ist schon geil. Ja. Fährt das Auto? Das fährt. Zeig mal. Kommt vorbei, vom 18. bis 21. Mai sind wir vor Ort in Eisenach-Kindel und warten auf euch. Ciao!